Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Stumble Guys mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, auch heute dabei der gute Kenoshio. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich habe zu Anfang an heute eine Ankündigung. Und zwar habe ich bisher in den Runden alle möglichen, auch schädlichen Emotes gegen meine Mitspieler, auch gegen meine Mitaufnehmer verwendet. Das werde ich in Zukunft nicht tun. Ich kann das einmal euch zeigen. Ich zeige euch jetzt einmal meine Emotes. Und zwar habe ich in Zukunft nur noch Emotes drin, wie den Unsichtbarkeitszauber, also wo ich niemanden direkt schaden kann mit. Oder mir einen Vorteil damit verschaffe. Und ansonsten wirklich reine Emotes oder Animationen. Genau, zuallererst wollte ich heute gerne die zwei SpongeBob-Gewinnkisten kaufen. Für jeweils 30. Und da gucken wir da mal rein, denn da kommen wir jetzt zu. Ein neues Update ist da, die nächste Collaboration. Und zwar zwischen StumbleGuys und, wie ihr seht, SpongeBob. Und ich freue mich mega darauf. Ich weiß ja nicht, wie siehst du das denn, Kenny? Wie gesagt, ich bin einfach total Fan davon. Ich finde das einfach geil. Obwohl ich eigentlich nicht hinter den Skins her bin, weil ich will ja immer noch meinen gelben Exterminator. Ja. Übrigens, ich habe gerade eine... Ich glaube, ich habe gerade Fußabdrücke bekommen. Glaube ich. Geil. Ja, ich habe Quallenfußabdrücke bekommen. Oh, sind die geil. Die sehen cool aus. So, außerdem haben wir jetzt hier nochmal 60 Gramm Burger. Deswegen ziehen wir jetzt zweimal am Sandy Cheeks Rad. Und gucken mal, ob wir die gute Sandy bekommen. Also wir haben bisher 22 von 90. Es ist wahrscheinlicher, dass ich SpongeBob kriege. Aber egal. So, wir sind jetzt soweit bereit. Ich würde sagen, wir erstellen eine Gruppe und dann laden wir den guten Keno ein. Oha, Alter, wie sieht das denn jetzt? Ich dachte gerade schon, wie das jetzt aussieht. Was ist denn hier? Ich habe irgendwie so ein Bereitzeichen hier bei Ja, mir. Ich auch. Hatte ich auch gehabt. Let's go. Wie ihr seht, Leute, ich bin ein niedlicher Kaktus. In weiblich. Okay. Wie heißt die weibliche Form von Kaktus? Nein, bring den bitte einfach nicht. Das ist so ein Dad-Joke. Das ist so ein Dad-Joke, wirklich. Mann, ey. Oh. Ist okay, Leute. Ja, sehr schön. Und was kommt als erste Runde? Und zwar haben wir direkt als erste Runde... Keine Ahnung, Marienkäfer entweichen. Marienkäfer entweichen. So, und zwar Kenny, wenn du jetzt mal siehst, diese Fähigkeit nutze ich gerade. Du siehst mich nicht. Ist auch da. Da bist du. Nein, 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 oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Ich werde so fett rausfliegen. Ich muss einfach mal aufpassen. Ich muss mal aufpassen, was ich hier tue. Alter, ich weiß manchmal nicht mal, ob ich mit dem Kaktus gerade rückwärts oder vorwärts laufe. Aber jetzt müsstest du meine Animation sehen dazu. Leider nicht, nein. Ah, doch, warte. Warte. A few minutes later. Das ist cool, das ist cool. Ah, ich lieb's. Außerdem wird, by the way, ich erinnere daran, ich habe heute, glaube ich, eine Werbung dazu gesehen. Es soll vielleicht wohl bald sogar ein Pommes in der Tüte-Skin kommen. Pommes in der Tüte? Also in so dieses McDonald's-Ding dazu. McDonalds-Ding. Das wäre so krass. Pommes in der Tüte, automatisch McDonalds-Ding. Nein, du weißt, was ich meine. Dieses Typ. Ja, klar. Warte, wir gehen jetzt mal weiter und währenddessen. Hier, komm mal, gehen wir nach vorne, Kenny. Jetzt komm mal hier, erstmal hier mein Kiai! Kiai. Easy, rübergesprungen, Leute. Jetzt warten wir mal. Oder auch nicht, weil wir einfach krasser sind. So, und jetzt pass mal auf, bevor wir jetzt gleich ins Ziel reinrennen. Zeige ich dir den zweiten, wolltest den einen ja sehen. Ja. Ja! Viel Fantasie. Burger. Ah,
Ach, Leute. Und wenn ihr keine weiteren Folgen von Stumblegeist verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke. So verpasst ihr keine weiteren Folgen. Ich weiß übrigens nicht, wie lange wir genau drehen. Ich sehe keine Zeit nämlich mehr. Deswegen mache ich das Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Ja. Ja, jetzt würde ich sagen, let's go ins Finale, ne? Ja, würde ich auch sagen. Mal gucken, wem die Krone heute gehört. Ja. Sharkmutter Triangel. Ich weiß nicht, wie Alter, was ist das? Guck mal, was ist das denn für ein Stumble? Der Stumble Guy da vorne? Der Gold? Der Depp? Jo! Eine Menge Fantasie! Ich glaube, der Junge wurde von 2016 hier festgehalten. Hier, ich hab noch einen. Was? Okay, jawohl! So muss das, Leute. Ich hab's nicht. Ach, guck mal. Ah, schön. Das sieht toll aus. Wie du zwischendrin nochmal auf das Schild guckst, so, steht das da jetzt wirklich? Ach, Mann. Ich schau eben eine Werbung und danach sehen wir uns direkt in der nächsten Runde wieder. Schimmelbündel, ey. So, wir haben die nächste Mission abgeschlossen. Jawohl. Und ich kriege nochmal 20 Sterne. Damit habe ich gerade mit der Runde 90 Sterne gemacht. Und wir bekommen 30 Stumball-Tokens. Ich habe jetzt... Nein! Nein! Ich habe 59 Token. Mir fehlt ein einziger. Ich gucke eine Werbung, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht kriegen wir die Tokens, die ich brauche. Absolut. Und wir drehen am Rad, Leute. Wow, wirklich. Ja, es ist lustig. Nein, 5 Juwelen. Das war nicht das, was ich wollte. Pech. Aber jetzt habe ich genau 14 Minuten Zeit. Wieso hast du jetzt genau 14 Minuten Zeit? Ja, bis die nächste Werbung kommt. Gibt es irgendeine Mission heute, mit der ich mir irgendwelche Token noch verdienen kann? Oder ist das alles kompletter Schmarrn? Ja, ist kompletter Schmarrn. Ich habe übrigens jetzt 188 Kronen. Vorher hatte ich 187. 187? So. Warte, ich guck mal, ob ich auch irgendwo Tokens herbekommen kann. Aber anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, let's go ins nächste Game. Bereit. Ich habe tatsächlich aus dem, was ich in der ersten Runde gesagt habe, werde ich safe einen Short machen. Also, vor der ersten Runde, der Dad-Joke. Ja, so, das war wirklich dämlich. Oh Gott. Was kommt jetzt als erstes? Oh, Schneeball. Passt ja voll zum Kaktus, ne? Da, hier, der Stumble Guy, der könnte einfrieren, wenn er zu lange bleibt. Dankeschön! Was war das? Du hast mich nach vorne gekickt. Ein Kackfuchs! Dafür gibt's Karma. Tschüss! Nein! Warum? Wo hat er mich getroffen? Das ist doch jetzt gerade nicht dein Ernst. Ich werde das doch jetzt nicht noch verlieren. Nee, werde ich auch nicht. Puh. Ich hab dich reingeschubst. Ich bin einmal am Ziel vorbeigesprungen. Oh, ist das gut. Ich hab grad irgendwie richtig gefettfingert gerade. Gefettfingert hast du? Ja. Alter, du hast richtig gebutterfingert. Ja. Mann. Herzlich willkommen bei dem lieben Interfox.
Der Meister der schlechten Jokes. Ich bin einfach schon, hab einfach schon Dead Jokes. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass sie explodieren. Soll ich euch einen Zaubertrick zeigen? Warum schmeißt er irgendwelche... Hadouken! Aus, wo kommen die Haie her? Ja, es ist Sharks. Die Haie werden von mit Kanone geschossen. Ach so, wo sind die Bomben hin? Da sind keine Bomben, das ist eine andere Map. Das ist Sharks. Das ist nochmal eine ganz andere Map. Eine ganz andere Map. Das ist einfach nur diese Bomben-Map, einfach nur halt mit Haien. Und mit Fässern drin. Ja, stimmt. Oh, hallo. Hallo, da ist... So alleine hier. Ja, naja, ich bin so stachelig, da will keiner mit mir kuscheln. Ah, komm, ich... Ich Butterfinger dich. den muss ich mir komm, merken. Kenny, pass der auf. Kenny, ich zeige dir einen Zaubertrick. Simsalagrim! Ui. Nee, aber das mit den Butterfingern muss ich mir merken. Oder ich laufe unsichtbar umher. Das macht sich aufhören, mich zu drücken. Och Mann. Kiai! Eine Menge Fantasie. Boah, das war knapp. Ich hab's nicht mal gesehen. Hä? Digga, wie? Der ist auf Wasser gelaufen! Ist der Jesus? Digga, er ist Jesus. Oh! Apropos Jesus, ich sollte mal lieber... Ja! Du sollst mal lieber wegwatern. Jesus sollte mal seine Jünger zurückpfeifen. Bin ich gerade mit der Fledermaus... Der Fuchs mich alleine. Bin ich mit der Fledermaus der... Ne? Allein da, ich bin eigentlich ein Vampirfuchs. Ich kann mich in eine Bombe verwandeln. Was? Ey, an diesem Satz hat so viel nicht gestimmt. Eigentlich bin ich ein Vampirfuchs. Ich kann mich in eine Bombe verwandeln. Oh, geil. Oh Gott. Ey, heute sind die Shorts wieder dran. Ja, es ist heute wieder... Es ist wieder soweit. Advent, der Shorty brennt. Du hast zwar ein bisschen spät reagiert, möchte ich mal nur anmerken. Was genau tun wir hier gerade? Da, wir lassen... Wenn hier eine drauf fliegt, dann sind wir tot. Oh mein Gott! Nein! Wir beobachten Kenny. Alter, was machen die beiden Handy? Die beiden stehen da auch getötet. Haben die ein Date? Digga, die haben ein richtiges Date. E-Girl und Gandalf. Ach Mann, was ist hier los? Ich komme hier nicht mehr runter, ich sag's dir. Oh Gott, ey. Die ganzen Shorts, die da draußen stehen, ey. Oh Mann. Aber... du, Alter... Oh, guck mal, die beiden, guck mal, die stehen aneinander. Die sprechen. Och, das, guck mal, wie süß. Kannst du mal bitte aufhören? Sind die süß? Ich beobachte die jetzt erstmal. Ja, genau, beobachte die erstmal. Plupp. Ich hätte nichts mehr tun können. Ja. Oh, guck mal. Ey, was ist denn mit euch? Die Gandalf hat gewonnen. Alter vor Schönheit, ne? Ja, klar. Na, wobei, der sieht ja auch nicht so scheiße aus. Wobei, ich glaube, es ist eher so ein Hagrid. Jetzt, wo ich mir so seine Bartbehaarung angucke. So ein Hagrid. Ja. Ein Gandalf ist es nicht, dafür sieht er zu jung aus. Zu jung und knackig sieht er da aus. Jung und knackig, ja, in der Tat. Und wenn ihr keine weiteren jungen und knackigen Folgen von Stumblegeist verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts. Schaut mal bei Kenor Shio vorbei, da gibt es jede Menge fragwürdigen Content. Fragwürdigen Content? Also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber fragwürdiger Content existiert nur bei dir. Ich stehe auch dazu und ich meine, ich habe nicht ohne Grund meine 272 Abonnenten. Das sind 272 Leute, die gestört genug sind, sich den Kack anzutun. Ja. Ich habe einfach nur 68 Leute, die damals ein 3DS hatten.
Nein, aua! Alter, warum? Nein! Nein! Ja, warum rutschst du so hart? Digga, was? Ich bin drin. Ja, das... Das habe ich zu deiner Mom auch gesagt. Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist schon ziemlich... Ich glaube, du musst schon echt scheiße sein, wenn du es extra noch dazu sagen musst. Ich meine, du musst einfach dazu sagen, yo, ich bin drin. Du kannst. Oh Gott. Oh Mann, es werden immer mehr fragwürdige Momente, die ich in geniale Shorts verarbeiten werde. Geniale Shorts. Ja, Leute, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, mittlerweile gibt es Schrift auch an und alles dazu mit Zeitabständen. Kenny, wie findest du das denn eigentlich? Die neueren Shorts. Die neueren Shorts sind cooler. Aber ich muss sagen, ich mag die Farben nicht. Es ist wahrscheinlich einfach nur meine eigene Präferenz, aber ich mag keine bunten Farben. So, jetzt wird erstmal hier schön alles aktiviert. Plop. Warum kann ich nicht vorhalten? Was hast du denn da gemacht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! What? Sind wir alle beide rausgeflogen? Ja! Ich wollte gerade sagen, ey, bin ich hier, wie soll ich denn das erklären? Also, wenn jetzt irgendwer reinkommt und fragt, was spielst du da, yo? Ich spiele ein Spiel, wo man auf Flößen überleben muss und mit explodierenden Knochenhaien angegriffen wird. Ich verlasse, ne? Just ja, saying. Es sind noch 4 Minuten und bis es zur nächsten Runde. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal ein benutzerdefiniertes Game. Ja. Nur offizielle Levels? Levels? Da steht, warte mal, hä? Oh mein Gott, ich brauch noch... Nur, 10, hier steht, ne, hier steht, nur offizielle Levels. Was ist denn inoffiziell? Das ist die Frage. Gut zu wissen. Ich mach mal auch eins. Nur offiziell. Oh, okay, Leute, dann machen wir die jetzt hier. Machen wir die Herausforderung. Obwohl, ich glaube, das reicht. Es reicht, wir machen eine Runde zu dritt. Ja, mit nur einem Spiel. Und zwar einem Game, was ich noch nicht geschafft habe. Und das wirst du auch bis dato nicht mehr. Wieso? Weil ich gewinnen werde, hallo? Du hast noch keine Ahnung, was dich erwartet. Habe ich auch nicht. Aber denk an dieses Stumble Rumble oder so. Da habe ich auch das erste Mal gewonnen. Obwohl das. Nein, das ist ein Game, was 1% aller Spieler bisher, glaube ich, geschafft haben. Ja, ich bin halt einfach. Ich bin. Pass auf, du wirst es so gleich sehen, was es ist. Und du wirst direkt das Spiel erkennen, dass es dich erinnert. Nein. Doch! Komm, fick mich. Wo ist überhaupt der andere Typ? Keine Ahnung. Der hat keinen Bock mehr. Also, mal gucken, wie weit wir kommen. 4 Minuten Zeit haben wir, um das zu schaffen. Ist 4 Minuten knapp bemessen, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab's ja nie bis nach oben geschafft. Come on. Klettern, Alter. Ich kletter heute Abend auf deine Mom, Junge. Wie gesagt, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Und ich gebe dir übrigens einen Tipp. Fall bloß nicht runter. Wenn du runterfällst, fängst du nämlich komplett von vorne an. Es gibt keine Checkpoints. Doch so cool. Weißt du, was Spaß machen würde? Das mit Moon Gravity.
Ja, es ist, ich frag mich, wie weit ich heute kommen werde. Eine Minute. Eine Minute ist rum. Ich weiß ja nicht, wo du rumgurkst. Da hinten. Ach, direkt hinter dir, mein Schatz. Ich geb dir noch einen Tipp. Berühr die Dinger nicht. Wenn du die berührst. No shit. Ich wollte die jetzt eigentlich gerade umarmen. Das war actually sehr knapp. Dafür, dass du bisher noch nie dieses Level gemacht hast, bist du gut bei der Sache. Man muss einfach nur ein kleiner Gangster sein und dann... Man muss einfach nur einen kleinen haben, dann geht das. Ach so, deswegen kriegst du das also hin hier. Ja klar, hallo? Das gibt eine 6, ne? Okay. Da stand ich auch bisher. Ich habe keine Ahnung, wie man da durchkommt. Ich hab's nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man da durchkommt. Was? Ich will das aber schaffen. Und wenn mache ich das privat, Alter? Ich werde dieses Level abschließen. Alter, wo bin ich denn? Nein! No! Das zu hören. Das weißt du, eigentlich ist das so ein... Eigentlich, du, ist das ein eigentlich ist dieses Level... Schaffen, eigentlich ist dieses jetzt Level... Wenn du weitergekommen wärst, würde ich mich für dich freuen, weil es einfach so scheiße schwierig ist. Eigentlich ist dieses Level ein Video für sich wert. Uppala. Jetzt zack. Und jetzt vorsichtig. Zacka, zacka, zacka. Aber ich probiere es noch und ansonsten... Wenn keiner von uns weiter als diese eine Ebene gekommen ist, dann werde ich das offiziell als unentschieden werten. Mhm. Weil. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch. Könnte sein. Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, wie man das. Wie ich man weiß das auch nicht wie. Also ich glaube, man muss halt einfach brain perfect springen. Ja, das Problem ist ja, also ich habe es jetzt ja schon mehr als einmal versucht. Ich bin auch durchgeflogen, aber man fliegt nicht weit genug. Ja, das ist halt. Diese Drehteile nerven mich so. Du kannst an der Punktzahl sehen. Du kannst an deinem Platz sehen. Also hast du es geschafft? Mhm. Ich bin Zweiter. Siehst du doch. Was? Also bis hierhin funktioniert das ja auch alles gut, ne? Man kann auch nicht sagen oder so, dass ich ein schlechter Stumbler bin. Also ich kann dieses Spiel schon, ne? Ja klar, also das ist. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denn? Ich bin auf eine untere Plattform wieder zurückgefallen. Boah, aber das ist gut, dass du wenigstens nicht durchgefallen bist. So wie in Mathe. Ja, bei Lascha kann man auch nur durchfallen. Come on! Ich bin... Oh mein Gott, ich bin voll in die Ritze rein. Was? Kenny, nicht so laut, das darf doch keiner wissen. Ey, da waren diese komischen Wippenteile. Bin komplett dazwischen. Oder wäre das eine Frau gewesen, die wäre instant gekommen. Alter, du... Einfach aufgerammelt. So clean bin ich da durchgerutscht. Das wäre das erste Mal, dass du irgendwo reingerutscht bist. Wo du recht hast. Außer die McDonalds-Rutsche, da bin ich häufiger reingerutscht. Da bist du eher stecken geblieben ein paar Mal. Und in Alkoholsucht, da bin ich auch immer reingerutscht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das war ein Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das hier schaffe. Pick dich. Pick dich. Pack doch die Hände an. Ach Mann! Ach so. Nein! Okay, Alter, das. Keine Chance, Leute. Wir machen aber jetzt eben noch eine Ziehung, sehen uns dann sofort wieder.
schön, dass die Aufnahme das auch nochmal mitkriegt. Boah, das ist ein bisschen schief gegangen, ne? Zu wenig Speicher, Leute, deswegen ist die Aufnahme abgebrochen. Aber wir haben unseren 1 Double Talk bekommen! Woo! Und Kenny ist immer noch dabei. Hallo. Jetzt gleich wieder. Okay. So, jetzt ziehen wir einmal. Eine Box wird gezogen, Leute. Und. Ich habe Mechkenzie. Oh, das hört sich nach Kenny an. So, eine Runde machen wir noch, Kenny. Und zwar eine möchte ich mit dir noch spielen, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Und nicht bevor ich das geschafft habe. Doch, eine machen wir jetzt noch. Komm schon. Eine. Da musst du mir aber zeigen, wie ich hier wieder zurück reinkomme. Das zeige ich dir dann. Okay. Welche möchten wir denn machen heute? Ich habe... Gibt's ein irgendwas, was ich auf das ich richtig Lust habe? Was passiert denn eigentlich, wenn man das schafft? Da kriegst du eigentlich nichts, also zumindest nicht im, ne? Im normalen, zumindest nicht im normalen. In der Mission dazu hast du, glaube, 1000 Sterne bekommen oder sowas. Und, keine Ahnung, wie viel XP. Und du hast, wenn du einmal die XP-Leiste da richtig voll hattest, also da musst du, glaube ich, 10.000 XP sammeln. Und wenn du das die voll hattest, hast du direkt einen mystischen Stumbler geschenkt bekommen. Okay. Oh nein, nicht wieder die Krabben. Oh, wer wohnt denn da an? Das ganze Tiefermeer. Wo ist der letzte schon wieder hin? Hä? Ich hab doch Laser Tracer gemacht. Also erstmal, bei dir scheint einiges nicht zu funktionieren. Das sehe ich. Uns fehlt hier ein Stumbler. Wieso? Wir sind nur zu zweit. Ja, ich habe auch nur zu zweit eingestellt. Mann, zu zweit einstellen? Ja, sicher. Aber dann machen wir nur eine Runde. Tschüss, Kenny. Tschüss, viel Spaß dir noch. Tschüss. Ich sehe einfach, wie er untergeht. Okay, Leute. Aber das war seltsam. Das wollte ich gar nicht so. Schön für dich. Das wollte ich jetzt aber nicht so. Es ist mir scheißegal. Na komm, Leute. Ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Vielen Dank an Ken und Shio, dass er mitgemacht hat. Kanal ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, haut rein, macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.